Ja, willkommen, meine lieben Shisha-Freunde, zu einer neuen Runde Skippy Shisha. Ja, heute stelle ich euch mal von Start Now den Flavor Blue Chill vor. Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr lecker an. Kommen wir aber auch direkt zum Aussehen und zum Schnitt. Da habe ich schon mal was Kleines vorbereitet. Ich hoffe, man kann das so ungefähr erkennen, dass es so ungefähr ist der Schnitt und vom Aussehen her. Der Tabak ist sehr fein bis mittelfein geschnitten. Es sind einige kleine Blätter enthalten, welche aber gar nicht stören beim Kopfbau. Vom Aussehen her ist der Tabak leicht dunkelbraun eingefärbt. Dabei ist die Molasse sehr gut eingezogen. Alles im Allen ist der Tabak natürlich ready to smoke. Kommen wir zum Geruch. Das Ganze riecht im ersten Moment nach einer saftigen Blaubeere, gefolgt von einer sehr starken Note von Minze und Menthol. Man kann sagen, es riecht wie Blueberry Mint mit Menthol. Kommen wir auch dann direkt zum Geschmack. Vom Geschmack her ist es da eher so ein Mix aus einer sehr starken Minze, aber gar kein Menthol. Die Blaubeere kommt erst nach gut 10 Minuten Rauchen stark hindurch und verdrängt die Minze komplett. Kommen wir zur Rauchentwicklung. Voll verschluckt, mal eben was trinken. Die Rauchentwicklung ist mega nice. Eine schöne, dichte, weiße Rauchwolke. Der Rauch hat eine sehr schöne Kühle im Hals und er kratzt nicht und drückt auch nicht. Außer wenn man sich gerade mal verschluckt, aber das ist wieder ein anderes Thema. Kommen wir auch direkt zum Setup. Mein Setup ist das Standard-Setup, Amy Deluxe Triangle Tonkopf, Amy Deluxe Kaminkopf, Amy Deluxe Sieb. Den Kopf habe ich dann wieder leicht über dem Rand gefüllt, 3 Tom Coco Goldkohlen obendrauf und die Shisha, die ich benutze, ist meine Amy Deluxe Phaser Steel SS05. Vom preislichen her bekommt ihr 200 Gramm für 13,90 €. Also, Start Now üblich. Kommen wir auch direkt zur Bewertung. Aussehen und Schnitt 5 von 5. Geruch 5 von 5. Geschmack 5 von 5. Rauchentwicklung 5 von 5. Preislich 4 von 5. Dann sind wir im Gesamten bei 4,5 von 5. So, dann würde ich auch mal sagen, das war's auch wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und jetzt könnt ihr mal unten in die Kommentare reinknallen, was ich denn noch so vorstellen kann an Tabak. Oder Kohle oder Pfeifen. So, wenn ihr jetzt hier oben drückt, dann kommt ihr zu meinem letzten Video. Hier unten könnt ihr mich abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Hier kommt ihr zu meinem letzten englischen Video. Und hier kommt ihr dann zum Skippy Zockt Kanal. Und würde ich auch mal sagen, ich bin euer Skippy Shisha. Haut rein. Ciao, ciao.